Jürgen Lodemann wurde 1936 im Ruhrpott in Essen geboren. Er lebt in Freiburg und wurde unter anderem ausgezeichnet mit dem Literaturpreis der Stadt Stuttgart. Er hat wunderbar geschrieben und geredet, unter anderem gegen die Tunnel von Stuttgart 21, die er Angströhre nennt. Seit einer leidenschaftlichen Rede vor der Stuttgarter Prominenz 2014 anlässlich des 100. Geburtstags von Tadeusz Troll wird er von der selbsternannten Stadtelite der S21-Befürworter schief angeguckt und von den Stuttgarter Medien ignoriert. Noch eine. Aber Kleingeisterei ficht ihn nicht an. Passend sein neues Buch Gegen Drachen, in dem auch die beeindruckende Trollrede zu finden ist. Begrüßen Sie mit mir Dr. Jürgen Lodemann. Gut. Ja, geht es so? Mhm. Ja, wunderbar, Angelika. Das ist ja toll, wie das hier läuft. Als ich hierher kam, dachte ich, das kann doch nicht funktionieren. Wo ist denn hier Platz? Plötzlich ist ein Riesenplatz offen und 1000 Leute gucken zu oder hören zu. Liebe verehrte Obenbleiber, eigentlich war es doch bekannt, die Oberrheinebene zwischen Frankfurt und Basel, die ist seit dem Tertiär ein riesiger Sandkasten. 300 Kilometer lang, 50 Kilometer breit. Mittendrin, neuerdings eingeschlossen in Beton, eine enorme Maschine. Ein poetisch tiefsinniges Bild, das bewegt den Literaturpreisträger. Ein Bohrgerät 18 Millionen teuer und für immer im Beton. Dabei wäre schon im Sandkasten zu lernen gewesen, Tunnel bauen im Sand, riskant. In Köln zerrutschte bei Tunnelbau im Sand ein Stadtarchiv. Da starben Menschen, versanken Papiere, auch von Heinrich Böll. Nun, nach dem Crash am Oberrhein, kam als Plan B nur B, Beton. Aliens, wenn sie im Jahr 7412, dort wo einmal Rastatt war, auf riesigen Beton stoßen, die werden rätseln. Ein Heiligtum? Die finden dann vom Lebewesen Mensch im Beton ein eisernes Ungetüm und entziffern dann ein merkwürdiges Wort. Herrenknecht. Es gab einmal einen sehr guten Bundespräsidenten, der kam aus dem Ruhrgebiet, so wie ich. Und empfahl, einmal im Leben müsse jeder in Rastatt gewesen sein, im Freiheitsmuseum. Das dokumentiere frühe Kämpfe unserer Vorfahren für Demokratie und Menschenrechte. 1849 kam aber Preußens Militär aus Berlin nach Rastatt mit den ersten Eisenbahnen und hat die Freiheitsberegten zusammengeschossen. Gnadenlos exekutiert wurden die Anführer eines unserer ersten Kämpfe für Menschenrechte. Einer konnte fliehen durch den Rhein, hinüber nach Frankreich und in die USA und wurde dort Innenminister. Karl Schurz. Rastatt hatte schon früh schwarze Donnerstage. Derzeit werden bei Rastatt täglich tausende Bahnfahrer geprüft, examiniert, wie gut sie meterhohe Treppen bewältigen können, mit Gepäck und Kind und Kegel. Eben war auch ich noch von Freiburg aus mitten in diesem Getümmel, vor allem schlimm in Baden-Baden, das ja
das Getümmel, das ja immer noch kommen soll, obwohl dagegen seit mehr als 10 Jahren mit besten Argumenten protestiert wird, energisch und eindrucksvoll, woran ich mich beteiligen durfte. Angelika hat davon geredet. Beteiligen mit einer Rede im vollbesetzten großen Ratssaal der Landeshauptstadt, wo Verantwortliche des Debakels direkt vor mir saßen. Finanzminister und Stadtoberhaupt. Denen wollte ich es so deutlich wie möglich machen. Das verkorkste Verkehrskonzept der Deutschen Bahn. Dieses kommen sollende Hindernis für unser Miteinander in Europa. Ein Airbus auf Schienen, lese ich jetzt in der Zeitung, das verschwende hier in einem schwarzen Loch. Ihr habt alle so viel Astronomie gelesen oder gelernt, dass ihr wisst, was schwarzes Loch ist. Und das ist hier hinter uns. Im Rathaus den entscheidenden Entscheidendes zu sagen, das half überhaupt nichts, auch nicht als Direktansprache. Immerhin ist es nun nachlesbar. Zum Beispiel folgendes Zitat, was ich damals den Entscheidenden gesagt habe. Auch Freiburg will Bahnfortschritte, aber doch erstmal und endlich für Europas viel wichtigere Bahnachse Nord-Süd, die von Hamburg, Niederlande, Ruhrgebiet, Köln und Frankfurt in die Schweiz geht und nach Italien und die am Oberrhein dringend wartet auf vierspurigen Ausbau, auf Anbindung an den Gotthard-Basistunnel. Stattdessen mühen sich da auf oft nur 2 Spuren pro Tag 200 Güterzüge, obendrein Nahverkehr, Doppelstock-Interregios und ECs und ICEs. Die quälen sich da von sogenannter Signalstörung zu sogenannter Signalstörung. Wörtlich so habe ich das damals zu verdeutlichen versucht im Ratssaal der Landeshauptstadt. Keine Reaktion. Danke. Aber nun liest man das wörtlich in dem schönen Buch Gegen Drachen. Half auch nichts, alles eher komisch zu schildern, mit Spott zum Beispiel über Landesvater Oettinger. Oettinger belehrte in der Aula der Freiburger Universität 2000 Studenten, Kopfbahnhöfe, die seien nur gut für eine Stadt wie Paris. Denn Paris habe Richtung Westen nur noch Viehweiden und den Atlantik. Ihr seht, da sprach Brüssels Europa-Fachmann. Auffallend ist aber, wie oft leitende Bahnleute von einer großen Autofirma kamen. Dürr, Medorn, Grube. Die türmten autogerechtes Unheil. Die sorgten nicht erst per Diesel für Betrug. Eines hatten sie ja alle gelernt, wie Bahnkonkurrenz auszuschalten ist. Und da stehen sie nun kurz vor einem Erfolg. Hier in diesem wahrlich schwarzen Loch, der schwarze Donnerstag hier im Schlossgarten, das war ein Fanal. Das zeigte zum ersten Mal die heute herrschenden Verrohungen. Damals noch von oben her. Da war Anonymes noch nicht als digitale Hetze unterwegs. Anonymität kam da als Gasspray. Das schoss panzerstark aus Wasserkanonen. Hört auf, Wasserwerfer zu sagen, das sind Wasserkanonen. Das verletzte damals Frauen und Schüler und Alte. Alte, die den Durchblick hatten auf die Hilflosigkeit der Bahnpläne. Das verletzte klaren Blick auch konkret blutig. Den Blick auf ein Unglück im Zentrum dieser Stadt. Derweil wurde die Stadt berühmt als Staubstadt Stuttgart.
siebenmal mit dem Buchstaben T. Kritische Theologen malten diese sieben T wie Galgen und rückten im berühmten Jesuswort ein Wort an eine andere Stelle. Herr, vergib ihnen nicht, denn sie wissen, was sie tun. Ich habe jedenfalls versucht, es Ihnen deutlich zu machen, was Sie tun. Hier im innersten Stuttgart wuchert ein Monstrum, eines, das nie funktionieren wird, nämlich dann nicht, wenn das Eisenbahnbundesamt bereit sein sollte zu kriminellen Akten. Wenn dieses Amt etwa genehmigen würde, was nie erlaubt sein kann, sofern Leib und Leben noch irgendwas gelten. Leib und Leben sind offenbar kein Argument gegen dieses sündhaft teure Unikum, gegen den Tiefbahnhof als Schiefbahnhof, wo 8 Gleise statt 16 unmöglich das werden leisten können, was vor der Volksabstimmung behauptet worden war, mit Leistungslügen, Kostenlügen, Kapazitätslügen. Welch eine Ruhmestat, Deutschlands bestfunktionierenden Kopfbahnhof zu ruinieren. Bei Gefahr konnte man den nach allen Richtungen sofort verlassen. Demnächst aber würde das Desaster tatsächlich weitergebaut, dann wären bei Alarm 7 Höhenmeter zu überwinden, meist über Treppen. Kinderwagen und Alte voran, auch Normalbetrieb. X-mal durchgerechnet, für alle Beteiligten Stress. Das Nadelöhr würde nicht beschleunigen, sondern behindern. Die ach so steile Architektur, sie ist zu steil. Solch ein Bahnhof müsste sorgfältig umgangen werden von allem, was rollt. Nicht nur Güterzüge, auch die nun so sehr beliebten Rollkoffer, die dürften da gar nicht mehr rein. Wer denn umklammert schon beim Warten auf den Zug seinen Koffer unablässig? Unzulässig wären in dem Loch natürlich Kinderwagen und Rollstühle sowieso. Nur gut trainierte und konzentriert Wachsame hätten da Zutritt. Freilich würden in dem Albtraumbahnhof auch Intercities und Eurocities und TGVs gerne mal wegrollen, wenn das Bremsen wieder mal unvollständig geblieben sein sollte. Ist ja alles schon passiert. Bitter war, jahrelang mit ansehen zu müssen, wie die, die man mal gewählt hatte, brav auslöffelten und immer neu auslöffeln, was ihnen jahrzehntelang andere eingebrockt hatten, diese sogenannten Christlichen. Es bebt hier so unter mir. Also Erdbeben ist jetzt Stuttgart nicht bekannt. Das kann aber alles noch kommen. Dem Debakel widersteht nun ein wunderbares Glück. Eine unkaputtbare Stuttgarter Opposition. Die hält Kopf und Kopfbahnhof hoch. Ingenieure, Unternehmer, Studenten, Selberdenker, quer durch die Einwohnerschaft und sogar Theologen. Mit inzwischen hunderten Montagskundgebungen und nun einzigartig mit konstruktiver, mit realistisch konkreter Gegenarbeit. Mit Umstieg 21. Umstieg 21 wird den Kopfbahnhof und das Zentrum dieser Stadt retten. Bravo all den Standhaften rund um einen wie Klaus Gebhardt. Bravo auch den Parkschützern, die den ganzen Irrsinn dokumentieren, damit spätere sich er-
Ja, ruhig Beifall für Parkschützer. Damit spätere sich informieren können, wie denn nur eine so tüchtige und kluge Stadt dermaßen hat versagen müssen oder können. Dokumentiert wird da ein Lehrstück vom Blenden und Betäuben, von immobiler Immobiliengier, von autoritär-autistischer Autodenkweise, endend im Beton. Und jetzt und neuerdings endlich mit staatsanwaltlicher Ermittlung, auch gegen meine Lieblinge Käfer und Pofalla. Nämlich wegen, Zitat, schädigender Untreue durch den Weiterbau von S21. Die reale Rohheit des Lehrstücks S21 übertrifft Brechts Stücke um Längen. Wer denn auch könnte eine Figur wie einen Herrn Mappus erfinden und glauben? Aber hier in Stuttgart hatte schon kurz nach 1800 ein Dichter, der nur 24 Jahre alt werden durfte, prophetischen Durchblick. Wilhelm Hauff in das kalte Herz, ständig verkannt als Märchen. Das nimmt lange vor 1848, lange vor Karl Marx, märchenhaft genau vorweg, was sich derzeit hier abspielt, als kaltes Kapitalgewerbe. Zitat Hauff: Wo viel Geld ist, da sind die Menschen unredlich. Oder Hauptgeschäft war, mit Geld zu handeln. Hier nachlesbar. Zum Glück finden sich aber auch hier und heute, wie im kalten Herz, Gegenfiguren. Eisern und konsequent formulierend, Eisenhart von Löper. Bravo. Oder Dieter Reicherter. Oder vergesst auch nicht Peter Conradi und viele mehr. Solch eine Gegenfigur traf ich auch kürzlich in Fessenheim beim Atomkraftwerk 18 Kilometer südwestlich Freiburg. Die Wolke braucht übrigens beim üblichen Südwestwind bis Freiburg nur eine halbe Stunde. Bis Stuttgart nur einen halben Tag. In diesem Fessenheim also traf ich den jungen Laurent in seinem Laden für Photovoltaik im Schatten des AKW unter der Parole «Donnez des ailes à vos projets», gebt euren Projekten Flügel. Danke, Laurent. Danke und bravo hier all den Unverdrossenen. Gegenenergie und Flügel.